Zum Begriff des Datentyps. Daten, Werte haben unterschiedliche Eigenschaften. Wir kennen aus der Schule ganze Zahlen, wie 2, 4711 oder negative Zahlen wie minus 45. Davon haben wir unterschieden reelle Zahlen. Das sind Zahlen mit einer Nachkommastelle, minus 3,4 oder minus 56,789678. Oder Zahlen mit einer Exponentialdarstellung. Weiterhin kennen wir an Daten Buchstaben wie A oder B. Wir haben uns bereits auseinandergesetzt mit Zeichenketten. Das sind Buchstaben, die zwischen zwei doppelten Anführungszeichen oder zwischen zwei Anführungszeichen stehen. Weiterhin wissen wir oder kennen wir, dass sowas wie 3 plus Hello eigentlich Unsinn ist. Man kann irgendwie nicht zu einer ganzen Zahl eine Zeichenkette addieren. All das führt zum Begriff des Datentyps. Weiterhin kann man sehen, dass unterschiedliche Daten unterschiedlich viel Platz benötigen. Boolsche Werte, da gibt es nur False und True. Um Boolsche Werte abzuspeichern, benötigt man im Prinzip nur ein Bit. Um ASCII-Zeichen abzuspeichern, benötigt man 7 Bit. Um im Prinzip alle ganzen Zahlen abzuspeichern, benötigt man ja im Prinzip unendlich viel Bit. Aber wir werden sehen, dass in der Programmierung der Wertebereich für ganze Zahlen, reelle Zahlen und generell eingeschränkt wird auf entsprechende Teilbereiche. Das ist jetzt auch die Motivation für Datentypen. Mithilfe von Datentypen ist es möglich, oder durch die Einführung von Datentypen ist es möglich, sinnvolle Operationen zu überprüfen. Das heißt, in dem Fall wird der Compiler schon meckern. Und ja, passenden Speicherplatz für entsprechend die zu repräsentierenden Werte zu reservieren. Datentypen repräsentieren, und das ist jetzt die allgemeine Definition, einen bestimmten Wertebereich sowie Operationen auf diesem Wertebereich.